Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden-Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst hier bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster-Hangouts wie hier, wo Webmaster, Publisher, SEOs zusammenkommen können und uns Fragen stellen können über das, wo sie im Moment kämpfen. Es sind schon einige Sachen eingereicht worden. Viele scheinen so ein bisschen die gleiche Richtung zu gehen. Aber wenn einer von euch anfangen möchte, könnt ihr gerne schon mal loslegen. Niemand? Okay, vielleicht kommt das noch. Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Okay. Also, fangen wir mal an. Da geht es, glaube ich, gleich mal mit dem Thema los, wo viele darüber gefragt haben. Wir haben seit dem 16.12. das Problem, wie sehr viele andere auch, dass das Ranking komplett abgestürzt ist und fast keine Seiten mehr indexiert sind. Auch die Sitemaps werden seitdem ignoriert, obwohl sie fehlerfrei angezeigt werden. Es gibt weder eine manuelle Maßnahme noch große Veränderungen, um das Datum herum passiert sind. Von über 10.000 Seiten sind nur noch etwa 800 im Google Index. Ist es ein größerer Fehler bei Google, wenn es so viele in unterschiedlichen Ländern betrifft? Wir würden uns freuen, dass das Problem angesprochen wird. Wir sind im Moment noch dabei, genau abzuklären, was da alles passiert ist oder was da zusammengekommen ist. Von dem her habe ich jetzt nicht zu dem Thema wahnsinnig viel neue Informationen. Soweit ich jedoch hier sehen kann, ist es nicht so, dass da bei der Indexierung irgendetwas kaputt gegangen ist auf unserer Seite, sondern es ist einfach eine Art, wie wir die Webseiten einstufen, hat sich ein bisschen verändert. Aber ich vermute, dass da in den nächsten Tagen oder zumindest Anfang Woche oder so, dass wir da sicher ein bisschen mehr Informationen haben bezüglich, was da alles passiert und vielleicht auch, was man da machen kann in solchen Situationen. Was mir auf jeden Fall sehr hilft, ist, wenn ich URLs habe von solchen Websites, die diese Probleme haben. Ich glaube, von demjenigen, der diese Frage gestellt hat, hat auch im Hilfeforum gepostet und da habe ich gesehen, dass die Experten, die da jeweils aktiv sind, haben das schon mal weitergereicht an uns und das wird an und für sich auch schon bearbeitet bei uns, dass wir da das mit dieser Website ein bisschen genauer anschauen. Aber es sind einige Fragen, die in diese Richtung gehen, die keine genauen URLs dabei haben und das macht es für uns dann ein bisschen schwierig. So quasi, wir haben das gleiche Problem wie alle anderen, aber wenn wir nicht die URL dazu haben, können wir da eigentlich nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Weil es gibt viele Gründe, warum eine Website sich verändern kann in der Suche. Das Gleiche ist, glaube ich, auch von der nächsten Frage, die sich ein bisschen auf den Tweet bezieht. Dann zwei Fragen zu Structured Data. Würde es für Googlebot als Duplicate Content zählen, wenn wir auch Produktübersichtsseiten dieselbe Product Structured Data haben? Da ist es ein bisschen kompliziert, oder? Vielleicht weniger kompliziert. Aber wichtig für uns ist einfach, dass der Structured Data dem Hauptelement dieser Seite entspricht. Das heißt, wenn man eine Produktübersichtsseite hat, die alles über das gleiche Produkt ist, dann kann man das durchaus mit Structured Data versehen. Wenn das eine Übersichtsseite ist, die über eine Kategorie von Produkten quasi Informationen hat, dann würde man da nicht Structured Data verwenden, weil das sind ja dann verschiedene Produkte, die da auf dieser Seite präsentiert werden, nicht nur ein Produkt. Und in den meisten Fällen kommt das zusammen mit dem Review Markup, wo man jetzt einzelne Reviews vielleicht hat für einzelne dieser Produkte. Und da ist es für uns wichtig, dass auf diesen Kategorienseiten, dass dieser Markup nicht verwendet wird, solange das sich nicht über nur ein Produkt bezieht. Das heißt, die normalen Produktseiten, da macht es ja meistens Sinn, da ist es ja klar, das Structured Data bezieht sich auf dieses Produkt. Wenn ich eine Übersichtsseite habe und es sind verschiedene Produkte dort, dann
ist diese Structured Data für verschiedene Sachen ja an und für sich da und nicht nur für ein Produkt. Und dann in solchen Fällen würde man nicht dieses Produkt Structured Data verwenden. Darf ich kurz eine Frage dazu stellen? Ja. Ja, also die Frage kommt ja von mir. Folgendes, ist es dann so, es gibt ja auch dieses mit den Ad Graph und da kann man ja mehrere Structured Data untereinander zusammenfassen. Aber dazu brauchst du ja ein übergeordnetes Structured Data. Wenn wir das quasi so machen würden, es gibt halt keine Überkategorie zu Products in den Structured Data. Wenn ich dann ein Product nehmen würde, was auf der Seite da ist, und als Graph, also Ad Graph, die anderen Products aufliste, wäre das gültig oder wäre das dann ungültig? Aus unserer Sicht wäre das nicht geeignet. Okay. Es ist ein bisschen schwierig zu unterscheiden zwischen gültig quasi aus dem technischen Sinn, quasi, dass es jetzt so mit dem logischen Structured Data zusammenpasst und mit der Art von Structured Data, wie wir sie für die Suchergebnisse verwenden. Und es könnte durchaus sein, dass es theoretisch gültig ist, dass man so Structured Data verwendet, aber wir möchten wirklich sehen, dass es ganz klar zu diesem Produkt bezogen ist. Eine Ausnahme gibt es da und das ist bezüglich Karussell-Markup, wo man dann wirklich sagen kann, das ist ein Karussell von einzelnen Elementen und die einzelnen Elemente sind so. Aber meines Wissens ist das, glaube ich, nur bei Rezepten und irgendetwas anderes, also nicht bei Produkten verwendet. Okay, das heißt also kein Structured Data auf Kategorieseiten für Produkte, nur Structured Data für Produkte auf Produktseiten direkt. Genau. Okay, genau. Perfekt. Okay, und dann die zweite Frage, verfolgt Googlebot die Links aus dem Structured Data ebenfalls? Sind zwei Sachen, die da an und für sich zusammenkommen. Einerseits mit den Folgen von Links ist es so, dass wenn wir eine URL im HTML finden, dann kann es durchaus sein, dass wir die URL einfach mal anschauen und denken, ja, vielleicht ist das ein Link, den wir anschauen müssen. Es werden keine Signale weitergegeben. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass wir diese URL crawlen. Aber wenn wir eine URL irgendwo sehen, dann schauen wir die vielleicht auch mal an. Das ist mal die eine Sache. Das andere, gerade bei Structured Data, was für uns wichtig ist, ist, dass wir einfach diesen Bezug haben auf die Seiten. Und wenn man verschiedene Elemente zusammen verlinkt im Structured Data, dass das auch wirklich die gleichen URLs sind, die man auf der Website verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Produkten eine Rolle spielt, aber zum Beispiel bei Breadcrumbs, wenn man Breadcrumb-Markup verwendet, kann man ja die einzelnen Ebenen angeben mit URLs. Das sollten diese URLs auch dementsprechend, was quasi intern in der Navigation verwendet wird. Da auch noch mal eine erweiterte Frage zu. Die Idee kam halt nämlich daher, dass wir zum Beispiel ein Produkt haben, eine Schraube. Und diese Schraube gibt es in verschiedenen Auflegungen. Zum Beispiel, keine Ahnung, 15 mm Länge, 20 mm Länge, 25 mm Länge. Das sind aber einzelne Produkte, die haben auch einzelne Produktseiten. Und die Idee war halt daher, dass wir dann sagen, okay, gut, das ist das Produkt und das sind die Unterprodukte dazu. Und dass der Googlebot dann das automatisch verfolgen würde. Aber das wäre in dem Fall auch ebenfalls, weil es ja hier schon in Variante 1 nicht so sinnig. Ja, ich denke, es ist immer schwierig zu entscheiden, ob das jetzt ein separates Produkt ist oder einfach eine Variante von einem Produkt. Und das ist, oft ist das euch einfach überlassen, selber zu entscheiden. Es kann ja zum Beispiel sein, dass, ich weiß nicht, dass ich ein Mobiltelefon habe und verschiedene Farben verfügbar sind. Und die verschiedenen Farben sind ja eigentlich dann nur Varianten. Die Bewertungen und all das bezieht sich ja eigentlich auf die Hauptvariante. Aber es kann genauso gut sein, dass man eine Variante hat, die irgendwie 10-mal so viel Speicher hat oder eine Goldbeschichtung hat, die ganz speziell ist, die man dann als eigenständiges Produkt quasi hervorheben will. Und dann ist das weniger eine Sache auf unserer Seite, wo wir sagen würden, ihr müsst das so oder so machen, sondern es ist dann an und für sich euch überlassen, ob ihr das als eigenständiges Produkt anschaut oder ob das einfach eine Variante vom bisherigen Produkt ist. Und bei Schrauben ist das wahrscheinlich noch wilder in die Richtung, dass man da verschiedene Längen und Größen und so hat, aber eigentlich ist das ja alles das gleiche Produkt. Intern hat man vielleicht unterschiedliche Produktbezeichnungen oder Ideen dazu, aber eigentlich ist es ja
die gleiche Art von Schraube, außer man hat vielleicht eine Variante, die extrem lang ist oder besonders irgendwie hervorgehoben wird, wo man sagen würde, alles bis auf diese Variante ist gleich und diese Variante ist dann separat. Okay, vielen Dank. Okay, dann kommt nochmal die Frage von diesen Veränderungen in Search Console. Eben, wie gesagt, bei dir, Florian, ist jetzt da keine URL dabei. Von dem her ist es sehr schwierig für mich, da irgendetwas intern nachzuforschen und nachzuschauen, ob das überhaupt das Gleiche ist oder nicht oder ob es da etwas Gezieltes gibt, womit ich helfen kann. Von dem her wäre es sehr praktisch, wenn ich da jeweils auch die URLs dazu haben könnte. Gerade bei solchen Fragen, wo man das Gefühl hat, dass es gleich wie die anderen oder vielleicht ähnlich wie die anderen. In vielen Fällen sind die Probleme doch unterschiedlich. Dann, ich glaube, eine Frage wegen Seitenumzug. Ich betreibe seit 2004 erfolgreich einen Webshop für HiFi und Zubehör. Seit 2 Jahren unter einem neuen Domain. Und seit dem 15.12. verschwinden meine Seite fast gänzlich aus dem für Kunden auffindbaren Google Index. Okay, das schon mal der ähnliche Datum. Da muss ich auch mal nachschauen intern, ob das ähnlich ist wie vorher oder wie bei den anderen Fällen. Das kann ich da mal abklären. Ich habe gesehen, du hast auch einen Link zum Hilfeforum-Thread. Das ist super praktisch für mich, weil da kann ich dann auch nachschauen, was andere schon angeschaut haben und gegebenenfalls da auch eine Antwort da einstellen. Meine Website hat Umlaute, also www.grüneflügel.de. Ist das schädlich fürs Ranking? Nein, absolut nicht. Aus unserer Sicht sind Umlaute in Domainnamen überhaupt kein Problem. Die gibt es ja seit schon längerer Zeit inzwischen und in manchen Ländern hat man auch den Top-Level-Domain mit besonderen Zeichen dabei. Aus unserer Sicht sind die an für sich genau gleichgestellt wie normale Domains, also normale Domains. Es sind eigentlich normale Domains aus unserer Sicht. Was da einfach passiert, was manchmal ein bisschen verwirrend ist, ist, gerade bei solchen Domains werden die ja umgeschrieben in diese Punicode-Schreibweise, also mit XP und dann ein paar anderen Buchstaben dazwischen, sodass man es nicht 1:1 immer lesen kann. Und aus unserer Sicht sind diese beiden Schreibweisen total äquivalent. Das heißt, wenn wir einen Link auf eine Schreibweise sehen, dann zählt das gleich wie ein Link auf die andere Schreibweise. Das heißt, es gibt verschiedene Arten, wie vielleicht diese Website verlinkt wird oder dieser Domainname. Und aus unserer Sicht sind die alle ebenwertig. Also nicht so, dass man da sagen müsse, man muss schauen, dass alle mit dem Umlaut verlinken oder alle mit dieser XP-Schreibweise verlinken. Das ist total okay. Das Einzige, was manchmal oder was wir zumindest am Anfang gesehen haben, gerade mit Websites, die Sonderzeichen verwendet haben im Domainnamen, ist, dass manchmal es ein bisschen schwieriger ist für andere auf eure Website zu verlinken. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Forum diese URL eingibt, in einem Forumbeitrag, dann wird manchmal das von der Forumsoftware nicht als Domainnamen erkannt und dann nicht automatisch verlinkt. Ich vermute, dass sich das inzwischen total gelegt hat, dass das überhaupt kein Problem mehr ist. Das war zumindest ganz am Anfang mal eine Sache. Wir haben sehr viele Seiten mit dem Status gesendete URL hat Crawling-Probleme, Fehler Crawling-Anomalie. Im Live-Test ist immer alles in Ordnung. Ich habe die Überwachung dieses Problems beantragt, aber da tut sich nichts. Der Status bleibt einfach bei ausstehend. Die betreffenden URLs werden teilweise seit September nicht mehr gecrawlt, obwohl sie erreichbar sind. Außerdem sehe ich, dass der Googlebot bei uns URLs crawlt, welche wir seit beinahe 1,5 Jahren nicht mehr so verwenden und per 302 Redirect auf die korrekte URL geleitet haben. Kurz schauen, wie das da weitergeht. Ich denke, es geht einfach in Richtung, was kann man da machen? Vielleicht zuerst einmal die gute Nachricht, dieser Status Crawling Anomaly, der verwirrt sehr viele und im Moment sind da Teams bei der Search Console Seite daran,
diesen Status ganz auszumerzen und zu ersetzen mit klaren Fehlervarianten. Das heißt, dass man da wirklich erkennen kann, was ist effektiv passiert und nicht nur diese quasi Überbegriff, es ist irgendetwas schiefgegangen. Von dem her, hoffentlich wird sich das ein bisschen legen oder ein bisschen verbessern im Laufe der Zeit. Ich weiß nicht genau, wann das soweit ist, ob das im Moment jetzt einfach nur im Vorbereitungsstadium ist oder ob das dann demnächst kommt, aber hoffentlich wird das ein bisschen klarer mit Crawling Anomaly. Das ist immer ein Punkt, den wir da mal weitergegeben haben. Bezüglich diesen URLs allgemein ist es so, dass wenn wir sehen, dass URLs nicht normal gecrawlt werden können, dann versuchen wir diese URLs einfach weniger häufig zu crawlen und das wird sich im Laufe der Zeit einfach einpendeln und wir versuchen sie dann trotzdem ab und zu nochmal neu zu crawlen. Das heißt, praktisch gesehen, was da wahrscheinlich passiert, ist, dass wir einfach das Gefühl haben, wir haben schon einige URLs von deiner Website normal gecrawlt und indexiert und das sieht soweit gut für uns aus und wir haben einige URLs gefunden, wo Fehler aufgetreten sind, irgendwelche, diese Crawling-Anomalie-Fehler die crawlen wir halt jetzt ein bisschen weniger häufig. Und wenn das normale URLs auch sind, kann es genauso gut sein, dass wir die einfach weniger häufig crawlen würden, einfach weil wir es denken, die verändern sich vielleicht nicht so häufig. Von dem her, an und für sich muss man in einer solchen Situation nichts Spezielles machen. Das wird sich automatisch einpendeln, dass wir da wieder ein bisschen besser crawlen im Laufe der Zeit. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, aber das wird sich da an und für sich schon einpendeln. Was man machen kann, damit wir diese URLs ein bisschen schneller anschauen, ist zum Beispiel mit einer Sitemap-Datei arbeiten und in der Sitemap-Datei angeben, dass diese URLs ein relativ aktuelles Änderungsdatum haben. Das heißt, man kann das Last-Modified-Datum dort angeben und wenn wir sehen, dass diese URLs sich relativ frisch verändert haben, dann versuchen wir die auch ein bisschen häufiger zu crawlen. Oder also nicht häufiger, sondern wir versuchen einfach sie nochmal ein bisschen früher neu zu crawlen. Wichtig ist einfach, dass gerade bei Sitemaps, dass wir wirklich erkennen können, dass dieses Datum sinnvoll ist. Nicht, dass man einfach immer das aktuelle Datum für alle Seiten einreicht, weil dann ist es für uns ja eigentlich kein Signal mehr, sondern es ist eigentlich nur verwirrende Informationen, die wir ignorieren müssen an und für sich. Aber wenn ihr uns ganz klar gute Sitemaps geben könnt, wo ihr sagen könnt, das sind die URLs, das ist das Änderungsdatum von diesen URLs, dann können wir dem eher nachgehen. Ich vermute aber trotzdem, dass sich das Problem nicht ganz verändern wird, einfach weil unsere Systeme halt denken, diese URLs sind vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig. Und selbst wenn wir sie crawlen würden, würden wir sie wahrscheinlich nicht so wahnsinnig häufig crawlen. Was man machen kann, damit man Google quasi zeigen kann, dass die URLs ein bisschen wichtiger sind, dass wir die häufiger crawlen müssen, sind halt die normalen Sachen, die wir da immer empfehlen. Einerseits saubere interne Verlinkung, dass wir crawlen können, wenn wir wollen. Andererseits einfach uns auch ganz klar zeigen, dass das eine super tolle Website ist, die wir unbedingt häufig crawlen müssen, wo wir unbedingt immer aktuell sein müssen. Und das sind dann Sachen, das geht dann ein bisschen weniger in Richtung technische Probleme und mehr in Richtung einfach allgemeine Website-Verbesserung. Wir sind mit unserem, ja. Darf ich noch ganz kurz, sorry, ich war nicht schnell genug mit dem Mikrofon. Klar. Wenn ich jetzt ein Content-Management-System habe, in dem ich, weiß ich nicht, in Kleinigkeit im Content ändere, ich stelle ein, zwei Sätze um oder irgendwie so einen Schnickschnack einfach nur, wird dieses Last Modified Date ja geändert. Das ist ja für euch keine wirkliche Veränderung am Ende des Tages. Registriert ihr dann, dass sich da nichts wirklich Wichtiges ändert oder ist euch das an und für sich wurscht? Das an und für sich okay. Solche Sachen gibt es immer wieder, dass sich etwas Kleines auf einer Website verändert und dass das Änderungsdatum bei dieser Seite dann angepasst wird. Wichtig ist für uns an und für sich wirklich nur, dass wir erkennen können, dass dieses Datum brauchbar ist. Wir haben vor allem am Anfang gesehen, dass einige Sitemap-Generators einfach immer das aktuelle Datum nehmen für alle URLs in der Website und das ist für uns dann an und für sich unbrauchbar.
Aber wenn da einzelne Seiten mal zu häufig mit dem Änderungsdatum eingereicht werden, das ist total okay. Alles klar, danke. Ich glaube, die nächste Frage bezieht sich auch auf ein ähnliches Problem seit dem 17. Dezember. Und da ist auch ein Thread im Hilfeforum, also da kann ich da ein bisschen nachgehen, ein bisschen nachschauen. Was noch dabei steht, ist, wir haben Anfang Januar 8 Spam-Links identifiziert und wahrscheinlich dann über ein Disavow-Tool eingereicht. Aus meiner Sicht ist es so, dass wenn ihr 8 spammige Links seht, dann wird das kein Grund sein, weshalb unsere Algorithmen irgendwie denken, das ist eine schlechte Website. Einfach so 8 spammige Links, die gibt es zu fast jeder Website, denke ich mal. Und oft sind es auch viel mehr, einfach irgendwelche wilden Links, die da zusammenkommen. Für uns ist bezüglich Links ist das eher ein Problem, wenn wir wirklich sehen, das ist systematisch betrieben und das ist ein größeres Problem und das ist etwas, wo wir dann auch wirklich erkennen können, das ist wirklich in Hinsicht gemacht worden, dass man da irgendwie Google irgendwie etwas vormachen kann. Aber so 8 zufällige spammige Links oder auch wenn es irgendwie tausende spammige Links sind, die irgendwie zufällig zusammenkommen, das ist aus unserer Sicht weniger ein Problem. Also nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, ihr müsst täglich eure Links anschauen und genau kontrollieren. Und wenn ein paar dabei sind, die schlecht sind, dann müsst ihr das unbedingt sofort in die Disavow-Datei hineinnehmen. Das ist absolut nicht der Fall. Aber ich schaue mir noch mal die Hilfe-Threads an und vielleicht gibt es da noch mehr, was wir dazu sagen können. Ich weiß jetzt einfach nicht, wie schnell das alles zusammenkommt. Wir haben im Moment das Gefühl, dass Google, wenn es um das Erkennen von Search Intent geht, wieder einen Schritt zurückgemacht hat. In den letzten 2-3 Jahren war es eigentlich immer so, dass wir in den Suchergebnissen eine Suche mit Leerzeichen die gleichen Ergebnisse wie bei einer Suche ohne Leerzeichen bekommen haben. Das hat sich aber jetzt geändert und die erste Seite sieht manchmal komplett anders aus. Wenn ich zum Beispiel Online-Schuhe kaufen eingebe, dann steht unsere Website irgendwo mitten auf der ersten Seite. Aber wenn man das zusammenschreibt, dann finde ich unsere Website nicht auf den ersten 4 Seiten. Ich sehe das hauptsächlich in Deutschland. Was kann so einen großen Unterschied verursachen? Ist schwierig genau zu sagen, was da alles zusammenkommt. Aber was natürlich auf unserer Seite passiert, ist einerseits versuchen wir, die Suchanfragen zu erkennen. Das heißt, wir versuchen, den Text auch zu erkennen, was in dieser Suchanfrage vorgeht und versuchen, das zu nehmen für die Relevanz. Und gerade mit all den Aktualisierungen, die wir gemacht haben in Richtung AI und Machine Learning, wo wir die Bedeutung von der Sprache ein bisschen besser verstehen können, dann ist es natürlich viel einfacher für uns, etwas zu erkennen, was nach normalem Text aussieht. Das heißt, wenn wir einen normalen Text sehen, vielleicht auch eine gesamt ausgeschriebene Frage oder wenn jemand die Frage per Voice quasi eingibt, dann sind unsere ganzen Bemühungen im Moment daraufhin fixiert, dass wir diese Frage sauber verstehen können, dass wir die Wörter da ein bisschen besser verstehen können, dass wir erkennen können, welche Themen da zugeordnet sind. Und das geht manchmal in die Richtung hin, dass wir sagen können, dass diese Frage bezieht sich auf diese Themen, aber diese Wörter sind effektiv nicht in dieser Suche dabei. Das heißt, wir versuchen da ein bisschen mehr herauszuholen als nur die einzelnen Wörter, nur die einzelnen Buchstaben. Und dementsprechend kann es natürlich dann schwieriger sein, wenn jemand die Wörter quasi ohne Leerschläge bei uns eingibt, dann können wir zwar erkennen, dass es da vielleicht Synonyme gibt zu diesen Kombinationswörtern, aber sie sind dann trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn jemand uns ganz klar irgendwie in natürlicher Sprache Wörter direkt als Suchanfrage eingibt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da im Laufe der Zeit einfach Differenzen gegeben hat, jetzt, dass wir normale Suchanfragen quasi besser verstehen können, weil das ist ja wie normale Sprache an und für sich. Und solche, sag ich mal, eher unnatürliche Suchanfragen, wo man die Wörter einfach zusammenschreibt, dass es da ein bisschen schwieriger ist. Auf Deutsch ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja einfach zusammengesetzte Wörter, aber das lernen wir natürlich auch mit unserem Spracherkennungssystem.
Ich denke, gerade bei so einem zusammengesetzten Wort, wo man Online-Schuhe kaufen zusammengesetzt geschrieben hat, da ist es natürlich schwierig zu sagen, das ist wie ein normales deutsches Wort, das jemand normal auch so verwenden würde. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass einerseits die Unterschiede in den Suchergebnissen relativ groß werden bei so etwas. Andererseits wird es aber auch so sein, dass wenn ich zum Search Quality Team gehe und sage, wenn man die Suchbegriffe ohne Leerschlag eingibt, dann kommen Ergebnisse, die nicht so gut sind, wie wenn man die Frage quasi in normaler Sprache eingegeben hat, dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, das ist eigentlich okay so. Von dem her habe ich da nicht wahnsinnig viel, womit ich helfen kann, außer dass ich quasi als Tipp geben würde eher, dass man auf die Sachen achtet, wo man wirklich auch sieht, dass Benutzer die in großer Menge verwenden und weniger auf die Sachen achtet, wo man quasi, ich weiß nicht, irgendwie so einen Eckbereich trifft, der eigentlich nicht so wahnsinnig, ich weiß nicht, aktiv ist bezüglich effektiven Suchen. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt effektiv so einen Suchbegriff eingeben, ohne Leerschläge. Vielleicht ist das etwas, was in manchen Bereichen häufiger gemacht wird. Eine Frage zum Linkabbau. Unsere Seite hat insgesamt 42.000 externe Links von ca. 12.000 Seiten. Aha, da bei dieser Frage ist es immer das komplizierte quasi Seiten und Webseiten, ist ein bisschen da vermischt. Eine von diesen Seiten gehört ebenfalls in unser Portfolio und gibt allein 9.500 Backlinks. Wir möchten nun die verweisende Seite aus Altersgründen abschalten. Die verweisenden Links gehen auf die Startseite als auch auf die Presseseite. Wäre ein Abschalten der Seite ohne weiteres möglich? Oder wird dadurch die andere Seite an Ranking verlieren, weil auf einmal 9.500 Backlinks fehlen? Gemäß dem Bericht manuellen Maßnahmen müssen im Moment keine Maßnahmen angewendet werden. Es wurden keine Probleme erkannt. Welche Alternativen hätten wir noch? Grundsätzlich, was ich machen würde, wenn man eine Website ganz abschalten will, würde ich schauen, dass man die irgendwie weiterleiten kann. Das heißt, dass irgendetwas auf euren anderen bestehenden Webseiten quasi vorhanden ist, welches diese Inhalte ersetzen würde. Das kann sein, dass man zum Beispiel einen Redirect auf die Homepage macht oder auf die Homepage der, quasi mal, übergeordneten Website macht. Das an für sich alles okay. Wenn man eine Website ganz einfach abschaltet, ohne dass man irgendeine Art von Weiterleitung eingerichtet hat, dann ist es effektiv so, dass die Links von dieser Website, die existieren dann nachher für uns nicht mehr. Das heißt, wir versuchen, die alte Website zu crawlen, wir sehen 404-Fehler und denken, gut, die Links, die da waren, die lassen wir jetzt aus unserem System herausfallen. Ist jetzt natürlich schwierig zu beurteilen, ob diese Links kritisch waren für die andere Website oder ob das einfach halt Links wie jeder anderen halt da sind und nicht so wahnsinnig großen Einfluss hatten. Man kann das natürlich ausprobieren, indem man die Website einfach mal löscht und schaut, was passiert. Aber ich denke, das will man ja vermeiden, dass man da ins Ungewisse hineinstürzt. Von dem her würde ich einfach wirklich schauen, ob man da irgendwie das weiterleiten kann auf die neue Website, damit man wirklich auch einerseits für die Besucher, die auf die alte Website gehen, irgendetwas Neues hat, wo man sie hinführen kann. Andererseits, dass wir auch das mit den Links quasi einfach weiterreichen können. Und eine andere Sache, die man vielleicht noch dazu sagen muss, die Anzahl von Backlinks hier ist manchmal nicht so wahnsinnig relevant. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Website, sag ich mal, im Navigationsbereich, im Footer irgendwo einen Link auf eine andere Website hat und dann hat man auf einmal Tausende von Links, die da sind. Aus unserer Sicht ist es aber dann schon eher in Richtung, dass wir sehen, es ist von dieser Website ein Link auf die andere Website da. Es ist nicht so, dass wir dann
10.000-fach quasi diese Links haben auf die andere Website, sondern wir sehen einfach, ja, dieser Link ist an und für sich überall auf der anderen Website und dementsprechend ist es nicht so, dass man sagen kann, 10.000 Links so sind gleich wie 10.000 Links, die man sonst irgendwo hat. In den meisten Fällen achtet man ein bisschen zu viel auf Links und dann konzentriert man sich ein bisschen, sag ich mal, zu viel auf, wenn man jetzt tausende Links verliert. Ich würde meinen, wenn man da einfach einen sauberen Redirect macht von der einen Version auf die andere, dann sind zwar die Anzahl Links weniger in Search Console, aber es ist ja eigentlich alles weitergereicht worden. Du hattest mir vor 2 Monaten gesagt, dass bei meiner Website eigentlich kein Problem besteht, warum sie nicht ranken sollte. Jetzt einmal eine blöde Frage. Kann es sein, dass der Googlebot-Algorithmus trotzdem ein Problem sieht, das für dich nicht so leicht erkennbar ist? Das kann es immer geben, denke ich mal. Probleme hat ja offenbar nur die Startseite und das mit Inhalten, die auf den Top 10 rankenden Seiten beim Begriff Erlebnisbäder von der Art her ähnlich präsentiert werden. Also eine kurze Vorstellung einiger Bäder. Nur, dass bei mir dazu noch gut rankende Unterseiten je Bundesland und über 80 Seiten mit ausführlich vorgestellten Bädern kommen, was die Konkurrenz fast nie bietet. Die Kompetenz meiner Seite müsste aus Sicht von Google bei diesem Thema doch dadurch auch besonders hoch sein. Es muss doch eine Ursache geben, dass die Startseite von Google nahezu ignoriert wird. Also grundsätzlich ist es gibt immer Sachen in unseren Algorithmen, die nicht alle Leute sehen, aber in dieser Situation sehe ich da eigentlich effektiv nichts, wo ich sagen würde, unsere Algorithmen sind da irgendwie blockiert oder wollen diese Seite einfach nicht anschauen. Es ist wirklich so, dass unsere Algorithmen eigentlich normal damit zurechtkommen. Und es gibt einfach sehr viele verschiedene Algorithmen, die aktiv sind in der Suche. Von dem her ist es manchmal schwierig, vorauszusagen, wie eine Seite in den Suchergebnissen präsentiert wird oder beziehungsweise wie man denkt, dass sie präsentiert sein sollte. Von dem her sehe ich da eigentlich nichts Spezielles. Ich habe auch vorhin noch mal kurz nachgeschaut, ob da irgendwie irgendwas anderes vielleicht klemmt, aber ich sehe da eigentlich nichts Spezielles, was da jetzt klemmt in einem solchen Fall. Was ich einfach oft gesehen habe, gerade in solchen Situationen, wo eine Seite innerhalb einer Website Probleme hat, ist, dass es dann in Richtung Keyword-Stuffing geht, dass man irgendwie ein bisschen zu viel forciert auf einer Seite und dass unsere Algorithmen dann sagen, ja, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Das sind aber Sachen, die bei uns in den Algorithmen relativ tief verwurzelt sind und sind nicht Sachen, die wir gezielt auch herausziehen würden, wo wir sagen würden, ah, du hast irgendwie Keyword-Stuffing, weil du 7.300 Mal dieses Keyword verwendet hast und du müsstest auf 8.000 oder auf 6.000 vielleicht heruntergehen. Es ist nicht so, dass wir da irgendeine Art von Grenzen haben, sondern es sind einfach, unsere Algorithmen schauen diese Seite gesamthaft an. Das mit dem Keyword-Stuffing ist etwas, was ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt habe. Aber eben, wie gesagt, ist nicht so, dass man da wirklich eine klare Grenze haben, wo wir sagen würden, so und so muss das sein, sondern wir schauen uns diese Seite an und versuchen, die einfach relevant zu platzieren in den Suchergebnissen. Und das Ähnliche ist, glaube ich, auch mit deiner nächsten Frage, mit der nächsten Website, die hast du, da steht, vor einem Jahr komplett überarbeitet und in Qualität, Optik und Inhalt her gegenüber früher nochmals verbessert. Gibt es irgendeinen Grund, warum Google die Seite schlechter einstuft? Also zumindest die Sachen, die ich angeschaut habe, die technischen Sachen und die Sachen, die Richtung Webspam gehen, sehe ich da überhaupt keine Schwierigkeit. Auch mit dieser Website ist wirklich einfach die Art und Weise, wie unsere Algorithmen das anschauen, ist eigentlich ganz normal. Also es ist nicht so, dass da irgendetwas klemmt oder irgendetwas, wo ich sagen würde, das ist
vom Technischen her müsste man das anders machen. Search Console zeigt mir meist deutlich bessere Rankings an, zwischen Platz 5 und 15, wobei die Impressionen und Klicks nicht zu den Rankings in Search Console passen, sondern vielmehr zu den Rankings, die ich sehe. Das ist manchmal schwierig nachzuvollziehen, wie das zusammengestellt wird. Manchmal ist es so, dass wenn man in Search Console das gesamthaft anschaut, dass da einzelne Länder oder Sprachvarianten dazukommen, wo das Ranking ein bisschen besser ist. Unter dem Schnitt wird da eine bessere Zahl dargestellt. Manchmal ist es auch so, dass die Webseite in einzelnen Elementen in den Suchergebnissen anders auch dargestellt wird und dementsprechend wird quasi das Ranking ein bisschen anders berechnet. Das heißt, was ich normalerweise in solchen Fällen mache, ist, ich versuche über die Filter in Search Console das möglichst genau einzuschränken auf die Variante, die ich sehe, oder möglichst genau diese Filtervarianten so einrichten, damit ich das auch nachstellen kann, quasi direkt auf meinem Computer. Und dann aufgrund von dem versuche ich zu vergleichen. Und dann sieht man manchmal auch ein bisschen genauer, was da effektiv gezählt wurde. Es ist manchmal so, dass zum Beispiel ein Bild von einer Seite bei den Bildern dazu gezählt wird. Wenn das quasi in diesem Image Universal gezeigt wird, dann zählt das natürlich auch als ein Ranking in der normalen Websuche. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Was auch manchmal passieren kann, ist, dass gerade bei Suchbegriffen, die sehr viele Impressions haben, dass eine Website einfach kurzfristig für ein paar Tage in den Suchergebnissen da platziert wird. Und dann auf einmal hat man eine relativ hohe Anzahl Impressions zu einem Suchbegriff, wo man eigentlich sonst nicht so erscheinen würde. Und das sind Sachen, die bei uns in den Algorithmen einfach auch ab und zu passieren können. Dass es halt mal temporär, mal sehr, sehr gut sichtbar ist in den Suchergebnissen. Das sieht man dann in den Daten in Search Console. Und wenn man selber dann nachher versucht, das nachzustellen, dann kann man das nicht mehr nachstellen. Das kann an und für sich auch passieren. Meistens sieht man das im Zeitgrafen, dass man da einfach wenn man das wirklich eingeschränkt hat mit dem Filtern auf diese Variante, dann hat man einfach für ein, zwei Tage einen hohen Spike und danach ist es wieder unten. Und das ist meistens einfach ein Zeichen, dass unsere Algorithmen haben das mal ein bisschen höher platziert und geschaut, was passiert und gucken dann, wie das entsprechend weitergeht. Johannes? Ja. Ich habe vor ungefähr 9 Wochen meine Website überarbeitet und indexieren lassen. Und die wurde auch indexiert. Also die URLs sind gleich geblieben. So gesehen hat sich da nicht viel verändert. Ich habe halt einfach den Inhalt selber überarbeitet und ich habe auf allen Seiten strukturierte Daten ergänzt. Hauptsächlich für Non-AMP-Artikel. So, das ist jetzt 9 Wochen her und ich merke leider in der Search Console, dass da immer noch keine Informationen zu diesen Non-AMP-Artikeln zu finden sind. Da sollte ja eine Meldung erscheinen unter der Karteikarte Ereignisse, glaube ich, heißt die. Inwieweit diese, also mir geht es jetzt vor allem um dieses Artikel-Markup, inwieweit das jetzt gültig ist und passt oder was vielleicht auch nicht passt. Und ich habe leider, obwohl es jetzt schon so lange her ist, immer noch keinerlei Feedback dazu. Und ich merke aber auch, dass bei den Seiten, wo sich inhaltlich deutlich was verändert hat, also zum Beispiel auch die Keywords sich verändert haben. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, das nicht zutrifft. Wenn die Seite vorher gemacht war für schwarze Herrenschuhe und ich habe sie verändert und jetzt auf braune Herrenschuhe, dann sollte das ja mit den entsprechenden Keywords irgendwann mal sich dann auch bemerkbar machen. Aber leider hat sich auch in der Hinsicht bei der Seite immer noch nichts verändert. Also es scheint alles immer noch so zu sein, als ob die Seite erst vor, ich sage jetzt mal, vor 5 Tagen oder so indexiert worden ist. Kann es wirklich sein, dass das so lange dauert? Theoretisch kann das schon sein. Es hängt ein bisschen davon ab, wie das innerhalb deiner Webseite ist. Das heißt, beim Crawling und Indexing.
Beim Crawling und Indexing ist es so, dass wir die Seiten mit unterschiedlicher Frequenz crawlen und manchmal ist das innerhalb von ein paar Stunden und bei anderen Seiten kann das sein, dass es bis zu, sag ich mal, etwa einem halben Jahr geht. Und je nachdem, wie die einzelnen Seiten innerhalb deiner Website platziert sind, kann das natürlich sein, dass es Bereiche gibt, die wir relativ schnell aktualisieren. Wahrscheinlich so die Überschriftsbereiche innerhalb der Website und dass es andere Bereiche gibt, wo die Website vielleicht mal weniger häufig gecrawlt wird. Und 9 Wochen ist natürlich schon, sag ich mal, eine gewisse Zeit da, wo wir das neu crawlen könnten. Aber es kann durchaus auch sein, dass einzelne dieser Seiten in dem Bereich eher sind, die wir halt weniger häufig crawlen. Aber es betrifft ja alle Seiten, es ist da kein Unterschied. Ne? Also dieses Markup, dieses A-Tagging Markup, es ist keine große Website übrigens. Ne? Also es sind nur 20 Seiten und ungefähr 14 Seiten davon sind Artikelseiten und auf allen ist Markup und auf allen 14 ist dieses gleiche Artikel-Markup und auf keine dieser Seiten ist da bisher, da ist lediglich einmal ganz am Anfang ein Fehler festgestellt worden, ein Syntaxfehler, der ist aber auch längst behoben und bei einem einzelnen Datentyp, der aber uninteressant ist, sind ein paar Fehler festgestellt worden, aber alles andere ist bisher Fehlanzeige. Okay. Ich frage mich halt jetzt, ich könnte jetzt mittlerweile noch mal ein kleines Update machen, das würde nur beinhalten, dass im Markup selber die Datumsangaben rauskommen, also dieses Modified und das Published-Datum im Markup selber löschen und beim Inhalt der Seiten selber, also bei den Artikeln, geringfügige Änderungen, ein paar Sätze weg, ein paar Sätze dazu, also nicht viel. Das wäre jetzt sozusagen das kleine Update, das ich jetzt wieder in der Pipeline hätte. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich da jetzt wieder ein neues Update mache und indexieren lasse, dass dann die 9 oder 10 oder 12 Wochen Frist wieder von vorne anfängt, dass ich dann nochmal, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft oder so. Ne? Nein, also es fängt nicht mehr von vorne an. Das ist ja eigentlich immer fortlaufend alles bei uns. Aber gerade wenn das jetzt eine kleinere Website ist, wäre ich froh, wenn du mir einige URLs mal zuschicken könntest oder hier im Chat einfach reinkopieren kannst, dann kann ich die nachher mal rauskopieren und anschauen, ob wir diese URLs quasi neu gecrawlt haben, neu indexiert haben und warum wir da das Structured Data nicht sehen. Weil bei einer größeren Website, wenn man einen kleinen Teil der Website umstellt mit Structured Data, dann kann ich verstehen, dass es vielleicht eine gewisse Zeit geht. Wenn das aber, sag ich mal, fast alle Seiten innerhalb einer kleineren Website betrifft, dann würde ich schon erwarten, dass wir da zumindest einige dieser Seiten im Report in Search Console bringen würden. Okay, ich schreibe die Startseite und eine typische Unterseite, so eine Artikelseite, die zwei URLs schreibe ich in den Chat jetzt rein. Okay, super. Das okay, alles klar. Kopiere Danke. Ich nachher raus. Super. Dann kurz schauen, ob wir hier waren. Eine Frage zur Search Console. Mir ist bekannt, dass beim Search Console beim Anwenden von Filtern Datensätze mit geringen Klicks und oder Impressionen ausgelassen und oder modifiziert werden, zu verhindern, dass einzige User identifiziert werden können. Gibt es da verschiedene Stufen oder Härtegrade? Bisher ging ich davon aus, dass es sich um Datensätze mit wirklich geringen Impressions und Klicks geht. Kürzlich bin ich auf eine Seite in meinen Daten gestoßen, die laut Search Console im Untersuchungszeitraum ca. 1500 Impressions und einen Klick generiert hat. Im Analytics sind im gleichen Zeitraum 160 Organic User auf die Seite gelandet. Ich weiß, dass Analytics, Search Console nicht hundertprozentig übereinstimmen. Solch eine große Abweichung ist mir neu. Der Grund, warum ich eine härtere Filterung vermute, ist, dass es sich um einen Inhalt mit politischem Bezug, die URL enthält Angela Merkel, handelt und in diesem Fall die User-Daten vielleicht besonders geschützt sein können. Mir ist eigentlich nicht bewusst, dass wir da die Suchanfragen kategorisieren würden. Ich denke, das wäre fast ein zu hoher Aufwand.
für so etwas wie in Search Console für unsere Datensätze dort. An und für sich behandeln wir die Daten alle irgendwie ähnlich. Das heißt, es könnte sein, dass in diesem Bereich, dass man da vielleicht in eher in unterschiedlichen Suchvarianten suchen würde, dass es deswegen gefiltert wird. Aber es ist nicht so, dass wir kategorisieren würden, welche Art von Suche ist das und dann muss dieser Filter entsprechend höher gesetzt werden, sondern das ist einfach eine fixe Limite. Was man da vielleicht auch machen kann, vielleicht um das ein bisschen besser, ich weiß nicht, herauszufinden, was da genau passiert, ist, dass man das per URL anschaut in Search Console und nicht pro Suchanfrage. Und das sieht man dann relativ schnell, welche Anzahl von Impressionen und Klicks da effektiv quasi gespeichert werden in Search Console, beziehungsweise wie viele dann halt, wie groß halt der Unterschied zu Analytics ist. So sieht man an für sich die Zahlen, die ungefiltert sind. Bei den Suchanfragen sieht man das auch einfach in der Überschrift oberhalb von der Tabelle. Wenn man die Tabelle zusammenzählt, dann sind natürlich die Sachen dabei dann herausgefiltert, die halt gefiltert sind. Von dem her, wenn man das mal umstellt auf pro URL, dann kann man ein bisschen besser einschätzen, wie groß der effektive Unterschied ist. Und einen gewissen Unterschied wird es eigentlich fast immer haben. Es geht da manchmal in beide Richtungen auch hin, dass je nachdem, wie man zum Beispiel im Internet aktiv ist, hat man halt, ich weiß nicht, ein Refer-URL dabei oder nicht, oder man gibt einen an, obwohl man keinen hat. Und das sieht man gerade, denke ich mal, bei kleineren Zahlen in Analytics ist die prozentuale Abweichung natürlich eher größer, als wenn ich jetzt Hunderttausende von Impressionen und Klicks habe, dann sieht man da eher, sag ich mal, prozentual einen Unterschied. Aber bezüglich der Frage insgesamt quasi, ob da eine härtere oder eine weichere Filterung bei den Suchanfragen stattfindet, das ist meines Wissens überhaupt nicht der Fall, sondern da die Grenze ist an und für sich genau gleich. Wir bewerben auf unserer Website diverse Veranstaltungen, die wir selbst mitorganisieren. Bei manchen dieser Veranstaltungen handelt es sich um Seminare oder Workshops. Für alle unsere Veranstaltungen haben wir bisher den Structured Data Type Event benutzt. Bei der Analyse eines Wettbewerbs habe ich festgestellt, dass dieser bei seinen thematisch sehr ähnlichen Seminarreihen und Workshops die Auszeichnung Education Event statt nur Event benutzt. Sollen wir das auch tun, um Google unsere Seminare und Workshop als educational zu vermitteln? Hat das einen Vorteil für uns? Meines Wissens ändert das überhaupt nichts. Von dem her kann man das ausprobieren, aber ich denke, das ändert eigentlich nichts. Manchmal ist es einfach so, dass wenn man ein CMS-Plugin verwendet, dass dieses Plugin halt irgendwie eine Art von Event standardmäßig vorgibt und dann wird das einfach so verwendet. Aber meines Wissens unterscheiden wir überhaupt nicht zwischen den Art von Event, sondern quasi an und für sich nur, dass es ein Event da ist, der Veranstaltungsort, der Name von diesem Event, Datum, Zeitraum, solche, die normalen Sachen. Von dem her denke ich nicht, dass ihr da irgendwelche Vor- oder Nachteile hättet. Dann ein paar komplizierte oder zumindest längere Fragen. Kann Google meine Brand schützen? Das geht, glaube ich, in die Richtung, dass einige Mitbewerber quasi mein Brand irgendwie mitverwenden. Gibt es da irgendetwas, was Google machen kann? Zum Beispiel diese anderen Seiten irgendwie abstrafen oder sonst wie zurückstufen in den Suchergebnissen. Aus unserer Sicht machen wir da gezielt nichts, weil das nicht unsere Aufgabe ist, da entsprechend einzugreifen. Das heißt, wenn wir irgendwelche rechtlichen Informationen bekommen, quasi an unsere Rechtsabteilung, dass wir das und das anders machen müssen in unseren Suchergebnissen, dann kann es natürlich sein, dass wir da irgendwie eingreifen können, aber wenn das einfach
ein Mitverwenden vom gleichen Brandnamen auf anderen Websites ist, können wir ja nicht beurteilen, ob das okay ist oder nicht. Sondern wenn jemand danach sucht, dann zeigen wir diese Seiten halt entsprechend an. Ein Fall, der häufig auftritt, ist, dass zum Beispiel Spammer irgendwelche Markennamen weiterverwenden und dass wir die dann auch in den Suchergebnissen zeigen. Und in vielen Fällen können wir solche Sachen herausfiltern, aber einfach, weil sie halt Spam sind. Nicht, weil sie diesen Markennamen verwendet haben, sondern weil sie irgendwie die ganzen spammigen Techniken verwenden. Dann können wir da ein bisschen eingreifen. Aber nur, weil jemand einen Markennamen verwendet, ist für uns eigentlich nicht nachvollstellbar, wie wir erkennen können, dass das jetzt okay ist oder nicht okay. Von dem her würden wir da eigentlich nichts machen und würden da die Suchergebnisse an und für sich so laufen lassen, wie sie normal laufen würden. Dann eine Frage zu Google News. Vielleicht vorweg, Google News ist bei uns intern ein bisschen anders gehandhabt. Von dem her kann ich nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich schaue mir mal kurz die Frage an. Ich schreibe Nachrichten und liefere diese auch bei Google News ein. Ist es schlimm, wenn ich nicht regelmäßig welche schreibe und dadurch in der Google Search Console ein Fehler entsteht? Meines Wissens kann man so viel schreiben, wie man möchte, aber ich weiß nicht, ob das bei Google News irgendwie anders gehandhabt wird. Was ich da machen würde, ist im Google News Publisher Forum vielleicht mal nachfragen und schauen, was die anderen Experten dazu sagen. Dann Tabellen für Desktop und Mobile. Ich muss Tabellen in Artikel darstellen, dass sie sowohl Desktop als Mobile für Google optimal sind. Wie wichtig ist das in Search Console bei der Nutzerfreundlichkeit für Mobilgeräten Inhalt breiter als der Bildschirm? Meine Tabellen sind häufig mehrspaltig breit. Quasi, ich denke fast in die Richtung, soll ich unsere Tabellen entfernen, damit Google zufrieden ist und keine Fehler anzeigt in Search Console. Ich würde die Tabellen trotzdem lassen. Es gibt sicher Varianten, wie man Tabellen machen kann, die quasi direkt zum Mobile Friendliness auch passen würden, dass man da das Scrolling innerhalb der Tabelle auch links und rechts macht, ohne dass die Tabelle über den Rand hinweg geht. Aber auch da muss man natürlich das erstmal alles einrichten und schauen, dass es auch funktioniert. Aus unserer Sicht ist es so, dass die Inhalte dieser Seite für uns ja eigentlich am relevantesten sind. Und wenn wir sehen, dass jemand gezielt nach dieser Seite sucht oder gezielt nach diesen Inhalten sucht und dies enthalten deine Tabelle drin, dann versuchen wir, diese Seite in den Suchergebnissen zu bringen. Mobile Friendliness spielt dann eine Rolle, wenn wir viele Internetseiten haben, die quasi ähnlich sind, wo wir nicht genau wissen, wie wir das in der Reihenfolge darstellen müssen. Dann können wir über den Mobile Friendliness-Faktor dann herausfinden, dass wenn jemand auf Mobilgeräten sucht, dann zeigen wir vielleicht eher die Seiten, die wirklich auch mobile-friendly sind oder diesen Test halt bestehen. Aber das kann natürlich schneller mal so sein, dass ihr wirklich auch eigene Inhalte in diesen Tabellen haben, die relevant sind. Und dann, wenn jemand nach diesen Inhalten sucht, dann versuchen wir schon eher die relevanten Inhalte zu bringen, auch wenn sie nicht mobile-friendly sind. Also es ist nicht so, dass wir diese Seite dann ganz aus den Suchergebnissen entfernen, nur weil die Tabelle über den Rand hinweg geht. Wir haben einen Blog auf unserer Unternehmensseite und da stellt sich die Frage, lohnt sich AMP? Geht das nur für diesen Bereich? Wir benutzen WordPress und macht es Sinn, sich bei Google News anzumelden? Ob es Sinn macht, sich bei Google News anzumelden, das muss jeder für sich selber irgendwie herausfinden. Bezüglich AMP kann man auf Seitenebene machen, das heißt pro einzelnen Internetseite, also nicht Website, sondern die einzelnen Seiten selber. Und da kann man durchaus, sag ich mal, innerhalb einer Website einen kleinen Teil der Website mit AMP-Seiten haben und der Rest der Website hat halt keine AMP-Seiten. Das ist total okay. Bezüglich, ob sich das für euch lohnt oder nicht, ist es natürlich so, mit AMP hat man ein sehr schnelles Mobile Framework, mit dem man sehr schnelle mobile Webseiten machen kann. Und
manchmal möchte man ja, dass diese Inhalte möglichst schnell auch sichtbar sind beim Benutzer, und da ist AMP eigentlich eine gute Variante. Es gibt aber auch andere Wege, wie man schnelle mobile Webseiten machen kann, und da ja, ist natürlich die Variante, ob man das jetzt über AMP macht oder nicht AMP macht, das ist an für sich euch überlassen. Manchmal ist es einfacher, mit einem AMP-Plugin das auf AMP umzustellen, als quasi die Mobile-Template umzustellen auf eine Variante, die viel schneller ist. Manchmal ist das Umgekehrte der Fall. Okay. Oh Gott, wir haben nur noch eine Minute übrig. Okay. Vielleicht mal zurück zum Anfangsthema. Ich schaue mit dem Team nochmal nach, was wir dazu sagen können, beziehungsweise was man da genauer erklären kann, was ihr vielleicht auch machen könnt mit dieser Veränderung, die auch stattgefunden hat. Und ansonsten, denke ich, sehen wir uns vielleicht in einem von den nächsten Hangouts wieder. Vielen Dank für die vielen Fragen, und eben sehen wir uns dann vielleicht in einem nächsten Hangouts wieder. Also, tschüss allerseits. Bye-bye. Thanks. Ciao.